Ruppolding hat ja viele interessante Orte, die voller Traditionen und voll von Geschichten sind. Und die Glockenschmiede, die gehört sicherlich dazu. Hier in der Glockenschmiede, in der historischen Glockenschmiede am Hasselberg. Unsere alte Glockenschmiede hat ihren Namen von geschmiedeten Kuhglocken. Wir haben bereits die erste Urkunde von 1646 in den Ruppoldinger Pfarrmatrikeln und da wurde ein Kind geboren, der hier später als Schmiedesohn auftaucht. Bis 1958 war die Schmiede in Betrieb, 1960 verstarb der letzte Hammerschmiedemeister. Er war der letzte von einer Generationenfolge von Waffen- und Hammerschmiedemeistern. Die Schmiede ist seit vielen Generationen im Familienbesitz. Hier haben wir unsere älteste Glocke, die im Haus aufbewahrt worden ist. Und hier hat man im Grunde genommen diese ganz einfachen Glocken geschmiedet, aus einem viereckigen Stück Stahl. Das wurde dann hier vernietet und früher gelötet, später feuergeschweißt oder elektrisch geschweißt. Im Allgäu, in der Schweiz, hat man gerne diese bauchigen Glocken, man nennt die Froschmaulschellen, die haben einen volleren Klang, brauchen allerdings auch mehr Material. Das ist unser Hammerwerk. Das sind sogenannte Fallhämmer. Wir haben drei große wasserbetriebene Hämmer. Das ist das Herzstück der Schmiede, denn diese Hämmer haben sehr viel Arbeit abgenommen. Hier, dadurch ist auch die Lage der Schmiede bestimmt worden. Hier gibt es einen Bach, den sogenannten Thoraubach, der geeignet war, dass man Wasser ausleiten kann und es speichern draußen in so einem großen Wassergerinne. Und da draußen befindet sich ein Wasserrad mit 3,80 Meter Durchmesser, das mit einer Achse diese sogenannten Kampfräder betreibt und jeder Nocken drückt hinten den Hammer runter und hebt ihn somit vorne nach oben. Und wir haben da oben auf diesem Hammerwerk diese Eisenkugeln und dies bedeutete, wenn die vibrieren oder wackeln, dann musste man diese konischen Keile nachschlagen. Denn das Hammerwerk ist, die Hämmer sind elastisch gelagert und diese Keile lockern sich während der Arbeit. Und da hat man einfach draufgehaut und dann hat sich das wieder verschlupft. Und dazu dienten diese Kanonenkugeln auf dem Hammerwerk. Hier sind unsere Essen, die Schmiedeöfen nennt man Essen. Wir haben also hier zwei und noch eine dritte sogar. Und drüber hängen die Feuerzangen. Wir haben über 130 Feuerzangen, die hier in dieser Schmiede geschmiedet worden sind, je nachdem, welche Werkstücke man hergestellt hat. Früher fand man hier in der Umgebung Eisen. Daher gab es auch in Ruppolding um 1900 noch 13 Schmieden, in den umliegenden Tälern 40 sogar. Was mich sehr fasziniert, ist, dass man in dieser abgelegenen Schmiede so gute Werkzeuge hergestellt hat, dass man die weit verkaufen konnte. Also nach ganz Deutschland, in die Oberpfalz, sogar nach Österreich und ebenso bis Brasilien gingen unsere Forstwerkzeuge. Die Schmiede hat einen sehr großen Handwerkerstolz gehabt. Wir haben unsere Werkzeuge gekennzeichnet mit Punzhämmern, mit Meisterstempeln. Und wenn ein Werkzeug, eine Schaufel zum Beispiel, an einer Sollbruchstelle abgebrochen ist, dann wurde kostenlos Ersatz geliefert. So stolz war man auf seine Produkte. Jetzt sind wir in der Schleiferei, in der historischen Schleiferei. Und zwar sehen wir hier den großen Sandschleifstein, mit dem alle Schneidewerkzeuge wie Strohmesser, Äxte, Sensen, Sicheln geschliffen worden sind. Und zwar lief es so, dass der Schleifer hier auf diesem Bock, sagt man da, saß, obendrauf und mit Körpergewicht das zu schleifende Produkt hier auf den Schleifstein gedrückt hat.